So, und wie versprochen, da bin ich wieder. Euer Kaito, hier auf dem Kanal von Dementia 100. Ich spiele One Piece Unlimited World Red. Und wir haben vorhin Sir Crocodile erledigt. Dann wollen wir nochmal weiterschauen. Na, da hat der Bildschirm. Gasthaus. Wir sind wieder in der Stadt und alles scheint beim Alten zu sein. Wenn wir sie nicht bald finden. Ich muss euch etwas sagen. Hä? Hast du das gehört? Klingt irgendwie vertraut. Stimmt, du hast recht. Ich kenne dieses Geräusch. Es ist das Pfeifen des Seezugs. Ja. Frankie hat ja zusammen mit seinem Adoptivvater und zusammen mit Herrn Eisberg den Seezug gebaut. Wer das aus One Piece nicht kennt, die Folge oder so, sollte sich das unbedingt mal anschauen, weil das war wirklich eine sehr schöne Folge, wo sie die Rückblende gezeigt haben, wo Tom's Worker nannten sie sich, zusammengearbeitet haben, um den Seezug fertigzustellen. So, Speichern abgeschlossen. Weiterspielen, ja. Ja, okay, mal gucken. Erweitern, kann ich schon was Neues bauen? Apotheke. Brauche ich offensichtlich noch Kräuter? Mal schauen, wo ich die finde. Und für die Fabrik brauche ich noch... Nötig 2. Vorhanden 1. Okay, brauche ich noch Schießpulver und Explosivstein. Davon habe ich noch gar keine. Brauche ich 3. Okay, ja, okay, kann ich noch nichts bauen. Meine Kleidung. Ja, da kann ich jetzt die Kleidung der Charaktere ändern. Zum einen von Ruffy. Oh, das sieht doch ganz witzig aus. Die anderen haben natürlich auch ihre ganz speziellen Kleidungen. Häufig ist es sogar so, dass die Kleidung ihnen sogar noch besondere Fähigkeiten gibt. Dass zum Beispiel ihr Treffer und ihr Schaden größer wird und der Spezialangriff. Spezialangriff runter 16%. Das wäre blöd. Und irgendwie sieht das mit der Federboa auch nicht so prickelnd aus. Oder bleiben wir bei der normalen Kleidung. So, mal schauen, Shopper. Was hat der noch für Outfits im Schrank? Ja, Altersoutfit. Ach du meine Güte. Riesige Krone. Nee, nein, danke. Das ist definitiv. Sieht nicht wirklich super aus. So. Alterskleidung. Normale Kleidung Stil 2, okay. Und auch ein neues Kostüm zur Feier des 15. Jahrestages der Serie One Piece in Japan. Ja, die verringern immer den Spezialangriff. Was soll denn das? Die zweite Kleidung, Alltagskleidung. So, und was hat Lysop anzubieten? Oh, da hat er offensichtlich... Ja, ist falsch. Nein, wie geht's zoomen? So. Ja, so. Oh, ist schon besser. Ah, er hat einfach nur seine Brille auf. Ist ja jetzt nicht wirklich der Unterschied. Hat auch keine besonderen Fähigkeiten. Und sein Kostüm zum 15. Jahrestag? Naja. Soll offensichtlich ihn als Captain Lysop darstellen. Ist nicht wirklich so. Naja. Sagen wir es so, toll ist anders. Naja, egal. Ja, ja, laber nicht mich zu. Ah, Ladebildschirm. So. Upp. Mal schauen. Muss die anderen Leute noch finden. Ah, Luftballons. Das ist eine Nebenmission, da kann man dem kleinen Mädchen dann, wenn man 20 Luftballons gesammelt hat, diese bringen. Aber das ist eigentlich... Ui. Thank you.
habt ihr euch lange unterhalten? Ihr werdet euch viel besser fühlen, wenn ihr weiter redet. Hä? Ach so, Itemwörter. Was soll das denn jetzt wieder? Okay, mal gucken. Was da wieder? Los geht's, Leute, okay. So. Sorry, gehen wir auch mal eins. Ich hab keinen Plan, wozu das gut sein soll, aber schauen wir mal. So. Shopper. Und Frankie bekommt auch noch eins. So. So. Und weiter geht's. Auf der Suche nach unseren Freunden. Betreten wir das nächste District. Mit diesem Team gehen, Team bearbeiten. Frankie mag zwar ganz schöne Feuerkraft haben, aber ich nehme doch lieber mal die anderen mit, um die auch zu zeigen. Ja. Aha. Geheimnisvolle Blätter. Das kommt mir bekannt vor. Ah ja. Oh, das ist doch... Ja, diesen Ort vergisst man nicht. Das ist Enis Lobby. Ja, genau. Auf der Suche nach Nico Robin. Lucky. Oh. Hey du, bist du nicht das Kätzchen von CP9? Das ist der Taubentyp. Ist schon ewig her, Strohhut. Weißt du, wo Robin ist? Ich habe es bestimmt schon erwähnt. Ich will diese Frau endgültig loswerden. Wo ich schon dabei bin, sie hat drei andere bei sich, die diese Welt nicht braucht. Drei Schwerter Phönix der 108 Begehren. Immer mit der Ruhe. Ich habe sie nicht getötet. Noch nicht. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Hat er getötet gesagt? Na, warte. Warum tauchen plötzlich all die alten Feinde wieder auf? Aha, Shopper. Kann leicht die Gestalt wechseln und starke Angriffe sowie schnelle, harte Schläge ausführen. Na komm. Weg mit dir. Ja, stehst du immer noch. Achso, das ist Lysop, der da schießt. Okay. Das gibt's doch nicht. Der steht hier immer noch. So. Ah! Verdammt. Oh, hier kann man leicht runterfallen. Gut zu wissen. Vorsichtig sein. So, mal gucken, was haben wir hier? Okay. Ein paar Geräte. Ah, Kraut. Hey, jetzt weiß ich auch, wo ich das Kraut herbekomme. So. Ist hier? Fällt hier irgendwas runter? Offensichtlich nicht. Aber ja. So, mal schauen. Kraut. Okay, so. Zack. Ist hier noch was? Ah, da ist noch was. Bitteres Gras. Okay, wäre auch zu einfach gewesen, wenn ich jetzt schon... Alles. Ah, ein zweites Kraut. Okay, prima. Das heißt, wir können gleich schon zurück im Dorf. Ach, verdammt. Kann die Apotheke neu bauen. Oh, da ist ein Dicker. Komm her. So, mal schauen. Ich war doch auch ein Angriff. Ah, okay. Seine Spezialität ist offensichtlich, sich selbst zu heilen. Das ist natürlich extrem praktisch. So, dann wollen wir mal schauen, was Lysop so drauf hat.
Ach, verdammt. Aha, er ist also tatsächlich Scharfschütze. Ah, ich kann also auch normal angreifen, okay. Hui. Kann er ja mal richtig aufrollen. Okay, ich glaube, ich werde vorerst aufs Muster verzichten. Na, bleib liegen. So, wen haben wir hier jetzt noch? Aha. Na, ach, was denn da? Komm. Gib auf. Meine Güte, können die viel einstecken. So, jetzt aber. Schluss damit. Okay, so. So, ich stehe also wieder auf Enes Lobby vor der Pforte zu der Hauptgefängnisinsel. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis demnächst, euer Kaito.